Und wenn Sie sich das jetzt angucken, wir fahren jetzt so einen kleinen Hügel runter. Das ist die Deichlinie, die der Hase mal vorhanden gewesen ist. Hier sind wir auf Deichhöhe, genau wie hier links auch. Und wir haben sowohl an diesem Nebenfluss, Nebenbach, wie auch hier an der Hase 17 Kilometer Deiche abgebaggert, weg. Und haben diese Deiche auch nicht wieder aufgebaut, sondern nur teilweise Verbindungsstrecken zwischen der Niederterrassenkante hergestellt. Das heißt, wir haben im rückwärtigen Bereich circa. Hier jetzt durch diese Altarme. Wir haben aus der Durchflussstrecke sozusagen Altwässer gemacht. Die sitzen jetzt voll mit Jungfischen und ähnlichen Sachen aus der Hase, die sich da entsprechend vermehren. Und wir haben auf diese Art und Weise mit diesen beiden Altarmen den Flusslauf um 1,5 Kilometer verlängert. Die Hase ist nicht mehr 169 Kilometer lang, sondern jetzt 170,5. Ja? Auf diese Art und Weise. Und dann gibt es noch einen weiteren Altarm, den hat dann, weil das so gut geklappt hat, der LWKN angeschlossen. Die haben das aber, so ein Löwenzahnaspekt, der war schon mal viel stärker. Der Löwenzahn geht weg, der verhungert hier auf den Flächen. Aber wir kriegen jetzt nachher so in 4 Wochen einen roten Aspekt. Dann kommen die Flussaue, die man hier von dieser Stelle ganz besonders eigentlich gut erkennen kann. Und wir machen nichts daran. Diese Flächen hier, das war alles mal Mais hier. Ja, hier war alles Ackerland. Ne? Hier war alles Ackerland. Durch die Bank. Ich glaube, hier also ein paar Flächen waren noch Grünland, aber minimal. Und wir haben dann gesagt, wir müssen jetzt ein Konzept entwickeln. Was wollen wir? Das Projekt, womit über 20 Jahre ungefähr mittlerweile, mit viel Engagement, viel finanziellem Einsatz des Landkreises, aber auch des Bundes und des Landes, eine Renaturierung gelungen ist, die eine natürliche Auenentwicklung ermöglicht, beispielgebend für andere Fließgewässerabschnitte in Niedersachsen, etwas, was wir ja nicht nur hier in der Hase, sondern grundsätzlich versuchen wollen, hinzubekommen, dass Flüsse wieder mehr Lebensraum bieten und auch stärker wieder meandrieren können, um die Wasserqualität zu verbessern, um die Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie zu erfüllen. Das waren 2 Highlight-Projekte hier, aus denen wir viel Erfahrung mitnehmen können, die auch in die politische Arbeit einfließen.